Die wollen sich den Hauptkampf erbetteln. Das heißt, wir haben jetzt zwei Hauptkämpfe. Dieser Kampf hat es verdient, einfach als Hauptkampf gekrönt zu werden. Wer wirklich den allerletzten Kampf des Abends macht, entscheidet ihr das einfach. Ich finde das einfach nur erbärmlich und peinlich, dass man jetzt so eine Aufrufaktion startet. Und solch eine Aufrufaktion hat auch Alex vorhin gestartet. Erbärmlich und peinlich. Diogo ist ebenfalls on fire. Lass er auch nicht mit mir spielen. Ja, Ragazzi, das Drama ist immer noch nicht aus im Fight- und Boxhaus. Ja, nachdem ihr Can dem Kampf dann doch zugesagt hat und sein Kampf mit Gigi ebenfalls zum Hauptkampf neben dem von Alex erkoren wurde, jetzt holt tief Luft, hat Eugen, der Veranstalter, das Ganze zur Abstimmung gestellt. Weil sowohl Can und Valentina wie auch Alex meinen jeweils, der eigene Kampf wäre natürlich der Hauptkampf. Ja, und jetzt gehen dann die Ego-Pumpen auf 180, denn Eugen lässt die Instagram-Follower entscheiden, welches von beiden denn der Hauptkampf ist. Wie ist vorne was geht ab? Einmal ganz kurz. Ja, wir sind im Endspurt, zwei Tage vor Event. Ja, Organisationsteam, Produktionsteam ist am Arbeiten auf Hochtouren. Und ich habe eine Frage. Und zwar, wie ihr gesehen habt, ist jetzt Gigi auf den Kampf von Can, also auf die Herausforderung, 5 Runden zu kämpfen, eingegangen. Die beiden kämpfen jetzt auch 5 Runden. Und das war ja meine Voraussetzung, wer quasi den Hauptkampf bekommt. So, im Endeffekt haben sich Diogo und Alex natürlich durch ihr Verhalten, durch ihre Leistung diesen Hauptkampf maximal verdient und durch die mediale Aufmerksamkeit Can und Gigi. So, das heißt, wir haben jetzt zwei Hauptkämpfe, einmal Alex und Diogo. So, und beiden ist natürlich die Reihenfolge sehr wichtig. Also wie gesagt, beide sind jetzt Hauptkämpfe. Der vorletzte Kampf und der letzte Kampf sind beides Hauptkämpfe dieser Veranstaltung. Beide haben sich das auch verdient. Gigi und Can natürlich durch die mediale Aufmerksamkeit und Diogo und Alex durch ihre Leistung. Und wir machen das jetzt einfach so, weil beiden halt die Reihenfolge sehr wichtig ist. Wer wirklich den allerletzten Kampf des Abends macht, entscheidet ihr das einfach. Ihr könnt jetzt einfach abstimmen, wen ihr als Vorletzten und wen ihr wirklich als Letzten sehen wollt. Hauptkämpfe sind beide, aber die Reihenfolge bestimmt ihr jetzt. Einmal bitte. Dass Can seine Follower dazu animiert, für ihn abzustimmen, ist eigentlich nur logisch, ne? Hätten wir auch so gemacht, auch wenn der ein oder andere ihn nicht mag. Oder hätten wir das nicht gemacht? Doch, oder? Wir sind jetzt auf dem Weg nach Köln ins Hotel. Morgen ist ja das öffentliche Wiegen. Und Leute, ganz, ganz wichtig, Can versus Gigi soll auf jeden Fall der Hauptkampf werden. Müssen wir uns nichts vormachen. Leute, ihr habt den Post fast auf 70.000 Likes geliked. Also wenn das nicht der Hauptkampf ist, dann weiß ich auch nicht, was daran falsch gelaufen ist. Das heißt, ihr klickt hier direkt auf den Link, ihr kommt direkt zur Story von Fame Fighting und dann klickt ihr auf Can versus Gigi. Und ich sag's euch, der letzte Kampf, da wird noch einiges an Überraschungen kommen. Deswegen lasst uns den letzten Kampf Gigi und Can widmen, weil, sorry, die Geschichte dahinter, darüber müssen wir, glaube ich, nicht reden. Ist die interessanteste. Deswegen, Leute, klickt alle hier auf den Link. Ihr kommt direkt zu der Story und stimmt einfach ab, Leute. Weil dieser Kampf hat es verdient, einfach als Hauptkampf gekrönt zu werden. Und hat es verdient, die meiste Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil, Leute, das ist der spannendste Kampf. Und das wollt ihr doch sehen, dass es der spannendste Kampf ist. Und ja, deswegen lasst uns eine geile Show machen. Aber dazu brauchen wir eure Unterstützung. Alle hier für Can und Gigi abstimmen, Leute. Ich zähle auf euch. Alex geht das Ganze natürlich zu weit. Wie können die nur wagen, ihre Follower aufzurufen, für sich abzustimmen? Der ist on fire.
So Leute, ich bin gerade im Hotelzimmer angekommen, gleich gibt es eine kleine Roomtour. Aber was mich jetzt gerade wirklich entsetzt, ist, dass wirklich allen Ernstes Valentina und Gian jetzt nach auf Stimmenjagd gehen. Die wollen sich den Hauptkampf erbetteln. Die haben den Veranstalter erpresst, die haben gesagt, die werden nicht kämpfen. Ja? Die haben dann behauptet, obwohl sie im Vorfeld auf 5 Runden den Kampf verlängern wollten, also was den Körper natürlich noch viel mehr belastet als 3 Runden, im Nachgang, als Gigi nicht zugestimmt hat, wollten die komplett abbrechen und haben gesagt, aus gesundheitlichen Gründen kann John nicht teilnehmen. Dann auf einmal ging doch 5 Runden, als Gigi gesagt hat, ja okay, wir kämpfen 5 Runden. Und jetzt wollen die auf Zwang jetzt irgendwie diesen Hauptkampf. Ganz ehrlich, mir ist das scheißegal. Ich finde das einfach nur erbärmlich und peinlich, dass man jetzt so eine Aufrufaktion startet. Und die wollen einfach nur wie immer Hype und Aufmerksamkeit, egal auf welche Kosten. Die zwei haben kein Gesicht in meinen Augen. Ein bisschen dumm nur, dass die Freundin von Alex die eigenen Follower auch aufruft, für Alex zu stimmen. Hätte die besser abstimmen sollen. Ist ein bisschen unangenehm. Bitte gebt WC nicht die Genugtuung, dass sie den letzten Kampf des Abends wie erbettelt bekommen, nach ihren ganzen Spielchen. Stimmt alle beim Fate Fighting in der Story für Alex und Diogo ab. Diogo, gegen den ja Alex kämpfen sollte, ist jetzt auch in seiner Ehre oder in seinem Ego angekratzt. Zumindest kann man das so deuten. Denn er hat auch ein Statement rausgehauen, dass ihm die ganze Aktion nicht so gefällt. Und er dann, wenn er nicht den Hauptkampf hat, wahrscheinlich lieber in der Tiefgarage mit Alex boxen will. Famefighting hat jetzt beschlossen, nur weil Valentina und Jan unbedingt den Hauptkampf möchten, das jetzt abstimmen zu lassen. Obwohl über die Hälfte Mein Kampf als Hauptkampf sieht und das schon seit lange so steht. Wenn über die Hälfte Dein Kampf als Hauptkampf sieht, dann sieht ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte Jans Kampf als Hauptkampf. Nur so am Rande. Und das Voting ist ja noch nicht beendet. Wenn das jetzt spontan 2 Tage vor dem Event geändert wird, ist meiner Meinung nach kompletter Kindergarten. Lasse auch nicht mit mir spielen, dann boxe ich mit Alex in der Tiefgarage. Welches ist nun für euch der Hauptkampf? Der von Alex oder der von Jan? Kommentieren, abonnieren, analysieren. Ciao ragazzi! Thank you.